Ho, ho, ho. Open up your door. I'm Santa Claus and set with yours. I got something to show. I came to bring some Christmas spirit. I got a big bag, now some for the city, some for the brethren, and some for the poor. Happy Christmas and ho, ho, ho. Hey guys, here is Evil Stuff Gaming. My name is Evil and let's get it on. Hallo Leute, hier wie versprochen ein neues Video nach Addon 3.0. Heute möchte ich euch etwas den Hatred, in Anführungsstrichen Madness Build nach 3.0 etwas näher bringen und habe dafür mal ein kleines Bildvideo gemacht. Hier zum einen die Disziplinen, die ich benutze. Also speziell für PvP ausgelegt. Das ist zum einen Vermeidung, zum anderen Vernebelung, dann benutze ich elektrische Bindung, Austritt, Verwegenheit und ein total OP, also ist ein Must-Have, Jungs, ein Must-Have ist dunkle Stabilität. Ganz wichtig. Und zum Schluss noch Schleier des Wahnsinns. Also das sind die Disziplin-Skills, die ich benutze im PvP für den speziellen den Hatred-Build. Und zum anderen ist es auch so, man kann das noch tauschen, je nachdem, wenn man Vierer-Ranked spielt, kann man das auch noch tauschen mit Instant-Wirbel und so weiter und so fort. Das ist noch eine Option. Also man hat da noch einige Optionen offen, die ihr benutzen könnt. Aber das sind so die grundlegenden PvP-Skills, die ich benutze. Hier zum anderen mal meine Stats. Wie ihr seht, ich habe auch schon ein bisschen Gear mir gefarmt. Ist noch nicht so der totale Bringer, aber schon mal, sag ich mal, eine Grundlage. Könnt ihr mal auschecken, wie der Bonusschaden ist, Präzision, kritische Trefferchance, Multiplier und das ganze Repertoire. nur damit ihr mal eine grobe Übersicht bekommt von den Stats. Jetzt möchte ich euch zeigen, was, wieso die, in Anführungsstrichen, Rotation bei Hatred oder Madness abläuft. Dazu habe ich mich an ein Trainingsdummy mal gewagt. Ich weiß, es ist ein statisches Ziel, aber es ist mal zur Veranschaulichung, wie sowas, wie es funktioniert mit Hatred, nicht schlecht. Und zum einen, was ich dazu sagen will, wichtig ist, dass Schleichen der Schrecken und Entladung immer auf mindestens einem Ziel sind, damit ihr dann mit Todesfeld dementsprechend eure Dots verteilen könnt oder spreaden könnt. Ganz wichtig, dann habt ihr zum anderen Skills Niederreißen, Saugschlag, Todesfeld. Das sind Sachen, die dementsprechend immer auf CT laufen müssen, wenn dementsprechend der Brock ist. Mit dem neuen System sieht es ja so aus, dass ihr die Brocks angezeigt bekommt. Ihr habt in der Leiste, werden die jetzt nochmal mit, sag ich mal, einen blitzenden Rahmen, werden die dementsprechend umrandet, sodass ihr genau seht, wann dementsprechend Brocks auftauchen und ihr dementsprechend diese Skills dann nutzen könnt. Ganz wichtig, Schleichen der Schrecken und Entladung immer auf mindestens einem Ziel, damit dann Todesfeld dementsprechend dort spreaden kann. Als Füller benutzt ihr Prügeln. Das ist so der klassische Füller dementsprechend für den Hatred-Spec. Und Lichtschwertschlag als Machtgenerator. Ich sag mal so, ab und an hat man doch schon mal Machtprobleme, wenn ihr dann kurzfristig, sag ich mal, dementsprechend Macht verliert, um die ein bisschen wieder aufzubauen, könnt ihr dementsprechend Lichtschwertschlag einstreuen. Hier, wie ihr seht, zeige ich mal eine ganz, sag ich mal, Standard-Rotation, wie sie benutzt wird, mit den Punkten, die ich jetzt gerade eben erwähnt habe. Das sind jetzt mal so der grobe Aufbau.
wie gesagt, dieses Video soll einfach nur mal so eine grundlegende Funktionsweise zeigen, was für Disziplin-Skills ich benutze, was so eure wichtigen Skills sind, die ihr im Kampf benutzen solltet. Werde auch dann nochmal Videos bringen, wo ich das Ganze dann auch entweder in der Arena oder in einem BG dementsprechend zeige, wo ihr auch seht, was für Auswirkungen was hat, wie es funktioniert mit beweglichen Zielen. Weil, okay, Trainingsdummy ist halt ziemlich starr, schlägt auch nicht zurück und bewegt sich nicht, aber ist wie gesagt nur einfach zur Veranschaulichung, dass ihr seht, wie diese Hadrid-Build oder wie diese Hadrid-Rotation, wenn man überhaupt von Rotation sprechen kann, funktioniert. Ich würde sagen, ich untermale das Ganze jetzt nochmal mit ein bisschen mit ein bisschen Music, ne? Bisschen Stimmung hier. Okay, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, Merry Christmas and a Happy New Year. Lasst knacken, nicht zu arg. Videos kommen bald wieder. Ich habe auch vor, mit Deception was Deception-Build rauszubringen und dann auch die Spielweise zu zeigen. Also ist alles für 2015 am Start. Macht's euch schön. Habt eine gute Zeit. Ich ende mit meinem Motto: Keep it real and it's all about the games. Bye bye, guys. Job. Let's go.